Oh, scheiße. Dämon des Hasses! Ja! Muss ich jetzt für oder gegen ihn kämpfen? Ah! Aha, daneben! Au! Ich kämpfe doch mit euch, ihr Drecksäcke! Wie oft muss ich noch drücken, damit ich saufen darf? Danke. So, auf das Hinterteil! What? Okay, da kann man sich dran hangeln. Au! Okay. Nein! Oh, das sieht... Man hat so viel gesehen. Aber gut. Au! Wow! Nein, 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 weg! Okay, wenn er springt... Jetzt erstmal weg. Reichweite ist groß. Ach, erstmal den hier machen. Ich denke immer, er will mich greifen, aber er greift nicht, er stirbt nach vorne. Okay. Ja gut, der scheint hier ordentlich schwer zu sein. Okay, das ist ein... Ja, nimm dies! Und ich nehme das. Nein! Scheiße. Oh, das war einer zu viel. Egal, es ist mal Lehrgeld. Fuck. Vielleicht schaffe ich... Das noch nicht mehr. Siegreiches Brüllen, ne? Aber ich habe fast die ersten Lebenspunktebalken weggehauen. Yeah! Eine Waffe. Ah, Schaden. Diesmal stehe ich nicht mitten im Unterirdischen. Yeah. Dieses Manöver habe ich noch nicht intus. Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite. Furcht führt zu Wut. Es geht mir so auf den Sack. Wut führt zu Ass. Hass. Viel zu unsäglichem Leid. Bin doch schon Nun sieh mal an. Sate, Yaro, Senare Donno. Die ganze Zeit kann ich irgendwie so schräg nach vorne laufen. Die ganze Zeit. Und ich komme an ihn ran und kann hauen. Und jetzt plötzlich zwei Versuche und in beiden Versuchen kriege ich es nicht hin. Gott im Himmel. Jetzt geht mal, es klappt wieder gar nichts mehr. Toll.
jetzt schmeißt du erstmal dein Scheißzeug. Es klappt gar nichts mehr gerade. Ah. Schade. Oh. Gut, dass er seinen Ansturm gerade nicht gemacht hat. Holy shit, ey. Irgendwie... Ah, fuck. Natürlich. Jetzt machst du natürlich genau da. Geht. Sehr gut. Da kann ich. Könnte ich vielleicht sogar fünfmal draufhauen, wenn ich so nah dran bin. Oh mein Gott, ich denke, er macht seinen Tohuwabohu-Angriff. Genau den da. Und jetzt nah ran. Oh, dieses... Komm ich auf dieses... Scheiß Feuer! Oh. Eins, zwei und... Dann. Und weg. Sag du und weg, bitte! Weglaufen. Hat irgendwie auch was von Lawrence. Mischung aus Ebrietas und Lawrence, dieser Kampf hier. Okay. Yeah! Jetzt muss ich es nur noch irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, diese Phase 2, dieser große Flächenangriff, ich habe keine Ahnung, wie man dagegen vorgehen soll. Es ist so, ja. Ganz haargenau. Okay. Yeah, first blood in phase 2. Und ich lebe noch. Einmal. Gut, mach du jetzt deinen. Ja. Eins, zwei, drei, vier und weg. Okay, es ist nicht dieser Angriff. Ich bleib mal auf Halbdistanz. Okay. Und weg. Oh, ich wusste nicht, dass er 300 Millionen Mal zuschlägt. Nein, falsches Manöver. Ich muss mir die Manöver genau ausgucken, wo ich ranlaufe. Jetzt ran. Und seitlich weg. Sehr schön. Und... Nope. Nope.
Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh. Da werde ich nur mit 3 Schläge draufholzen. Das nah an ihn ranziehen bringt irgendwie gar nichts. Zwei und nah ran. Jetzt ist, macht er was anderes. Oh, scheiße. Warum? Oh, scheiße, eine Schubkarre. Natürlich. Oh. Und ran. Warum musste da jetzt eine Schubkarre stehen? Haha! Hexdeath ist mein Freund! Das ist ein Kampf, wo man Geduld braucht. Und ah, ich hätte nicht einen Schlag mehr machen dürfen. Ich bin so froh. Machen dürfen. Nope. Da darf ich jetzt aber. Gut. Da war ich nah genug. Okay, dann kann ich zumindest den Flug nochmal draufhauen. Nein, deine Kopflos kannst du gerne mit der Erde ausmachen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt kommt das hier wieder, okay. Ja, yeah. Das war gut. Der Zaun ist nicht gut. Und weg. Und weg. Okay, was kommt jetzt? Wer macht das? Und ran. Okay, Phase 3. Zum ersten Mal. Yes. Ich warte jetzt erstmal wieder ab, was kommt. Okay. Ach du Scheiße. Oh Gott. Und weg. Ey, ich habe ihm Schaden in Phase 3 gemacht. Rennt das jetzt den ganzen Kampf lang? Ah nein, es ist weg. Sehr schön. Okay, jetzt macht er 2 Anläufe pro Sturmangriff. Toll. Ich renne einfach seitlich weiter, weil ich nicht weiß, was kommt. Okay. Oh, zu früh, scheiße. Nein, das wollte ich gar nicht. Wow, da habe ich jetzt Schwein gehabt. Darf ich da nicht springen oder wie ist das? Ich kapier's nicht. Haha! Nee. Oh Gott. 1, 2. Oh Scheiße. Mann, das habe ich ja gut zu nutzen gewusst. Ah, jetzt macht das nur einmal. Gut. Ah. Und weg. Was macht er jetzt?
Ah, okay. Das lasse ich jetzt, da war ich zu weit weg. Das lasse ich bleiben. Okay. Okay, sehr schön. Nur ein Ansturm. I like. Ah, den ersten muss man, also kann man springenderweise ausweichen, beim zweiten Mal muss man unten sein. Gut zu wissen. Ernsthaft? Das hat auch sonst so immer funktioniert auf die Art und Weise. Okay. Und weg. Oh, ich dachte schon, jetzt kam der große Hammer wieder. Und ran. 3, 4, 5, 6. Und ran. Und weg. Nein. Oh, das war knapp. Gut, dass ich hier die Sicht gegen ihn nicht verliere. Fuck! Und es ist noch zweimal getroffen, yes. Oh! Und weg. Ah, ich wusste, dass das kommt. Sehr gut. Oh, come on. Oh, scheiße. Fuck. Na, lieber eine nehmen, wo er mich nochmal abgebrannt hat. Ja! Ja! Holy shit, der war hart. Das war jetzt aber nicht der Endboss, oder? Erinnerung Dämon des Hasses. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildhauers stellt. Der einarmige Dämon streift über das Schlachtfeld, verzehrt von den Flammen des Hasses. War das der Bildhauer? Also er hat ja einen falschen Arm, den brennenden Arm. Und der Bildhauer war auch von Hass verzehrt. Und seine Buddhas haben unentwegt, wie heißt es, waren zornige Buddhas. Und er hat mir gedankt dafür, dass ich ihn umgebracht habe. Und das... Und er hat ein Item, womit man die Prothese verbessern kann. Ha. Steht da sonst mal irgendwas anderes? Ich glaube nicht. Holy moly. Ich glaube, das war jetzt mit Abstand der schwerste Boss. Glaube ich. Vielleicht abgesehen vom Anfang Lady Gaga. Der Schmetterling. Krabwachsklumpen. Abgesehen vom Anfang. Aber da muss ich mich noch einarbeiten. Einfach deswegen, weil man an diesen Boss hier eher rangehen muss wie an einen Dark Souls Boss. Und man hat deutlich weniger Iframes beim Ausweichen und so weiter. Da muss man sich erstmal drauf einstellen. Bist du... Die alte Frau. Hey. あんた、また生き残ったのかい。なんとなくは分かってるんだろう。あの片腕の鬼が、元は何者だったのか。いいよ。そうかい。その方がいいかもしれないね。
何の因果か炎素の炎に焼かれ鬼となり苦しむ者がいた。あんたはそれを終わらせた。それだけのことさね。Ui, ui, ui. Ich muss sagen, dieser Kampf war an zwei Stellen hart. Die erste Stelle offensichtlich ist, erstmal in diesen Kampf reinzufinden und so ein generelles Vorgehen auszuarbeiten. Dieses auf Halbdistanz bleiben und sich die Manöver ausgucken, ja, die man relativ gut punishen kann und wann man gegebenenfalls noch an anderer Stelle mal hier und da einen Schlag einbringen kann. Und dann war die zweite harte Stelle noch, Phase 2 zu lernen und die Eigenheiten der Angriffe oder der Spezialangriffe, die er da noch lernt, weil die waren echt... Da musste man präzise weglaufen, an der richtigen Stelle springen und sich dann ranziehen. Das sind drei Knöpfe, die man drücken muss, das kann ich nicht. Da musste ich erstmal lernen. Phase 3, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt richtig Glück gehabt habe, aber... Das Einzige, was er ja richtig dazu bekommen hat, war dieser Massenflammenangriff. Und ich fand den jetzt nicht so... Ich meine, ich bin zwar mal getroffen worden, auch am Ende noch. Das hätte auch anders noch ausgehen können. Aber das Einzige, was man da im Grunde lernen kann, ist, erster Angriff drüber springen, zweiter Angriff nicht springen und beim dritten weit genug weg sein. Und eins... Ich glaube, das Springen muss man auch noch einigermaßen können, weil ich bin relativ spät... gesprungen, um den ersten Schlag auszuweichen, dann war ich noch in der Luft und hab den zweiten irgendwie noch abgekriegt oder sowas. Anta, oboete oki na. Ensa wa mo sumoru saki wo ushinatta. Ikusa ga tsuzukeba yo wa motto hidoi koto ni naru daro. Dakara tte anta ga kawari ni naru koto wa nai nda yo. Das ist schön. Gibt bestimmt ein Ende, wo man seinen Platz einnimmt. Weil, parallel, er ist der Einarmige, ich bin der Einarmige. Er hatte die Prothese, ich hatte die Prothese. Er ist des Hasses anheimgefallen und wahrscheinlich gibt es die Möglichkeit, auch dem Hass anheimzufallen. Yay! Kann ich von dir irgendwas kaufen? Stimmt, ich habe nie nachgeguckt, nachdem ich gesehen habe, dass ich mir einkaufen kann. Und ich bin nie zum Hirata anwesend. Bin nie zum Hirata anwesend zurück, um nachzugucken, ob der Typ jetzt sich in einen Karpfen verwandelt hat oder doch. Oh. Das war hart, aber am Ende des Tages fühlt es sich gut an. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den jetzt in der ersten Session irgendwie noch hinkriege. Ich habe jetzt gedacht, okay, wenn du jetzt Phase 3 mal gesehen hast, dann machst du Pause und dann machst du Schluss. Kann ich das jetzt öffnen? Nein, kann ich nicht. Aber wir können uns noch die Erinnerung herstellen und die Angriffskraft verbessern. Das tun wir mal. Dämon des Hasses. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner. Obgleich die Erinnerung weit zurückliegt, stärkt es den Wolf, sie sich wieder zu vergegenwärtigen. Ein Mann, der statt zum Shura zu einem Gefäß für die Flammen des Hasses wurde. Es schien lange so, als sei er an die sterbliche Welt gebunden. Erst als er zum Dämon wurde, konnte er diese Welt endlich verlassen. So, ich verlasse jetzt erstmal diese Aufnahme und sag mal bye.